Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video bei Laser Luca. Wir testen uns heute durch die asiatische Küche. Ich wollte sagen, mit Küche hat das nicht so viel zu tun. Ich habe asiatische Süßigkeiten bestellt und ich dachte mir, mit wem sonst könnte ich das denn machen als mit meiner besten Freundin? Junge, lösch meine Nummer. Was möchtest du starten? Ja, mit den Chips. Oh, das sind auch noch meine Lieblings. Kennst du die? Das ist wie Sonne, Mond und Sterne Chips. Also hier steht, das sind Tintenfisch-Chips. Boah, ich hasse Fisch, ne? Ich hasse Tintenfisch. Ich hasse generell, ja. Schmecken wie Brombeeren. Voll lecker. Oh, die sind schon abgelaufen. Sollen wir da noch Skala von 1 bis 10 sagen, wie lecker wir die fanden? Ja. 3, 2, 1, 8. Ja, sag ich auch. Glückwunsch. Kann ich die mit nach Hause nehmen? Als nächstes würde ich sagen, brauchen wir mal ein kleines Kaugummi. Das sind nämlich so kleine Sachen, die so aussehen wie Center Shocks. Oh nein. Was ist das? Sieht aus wie diese Karamell-Dinger. Aber das sieht nach Erdnuss. Vergessen, ich bin gegen Erdnüsse allergisch. 3, 2, 1, 1. Konsistenz war gut, aber Erdnüsse. So wie Kaugummi. Wie heißt es nochmal? Mauern. Kann es sein, dass du dumm bist? Nee, schmeckt nicht wie Mauern. Konsistenz ist wie Mauern. Ich mag nicht so gern Karamell gemixt mit Erdnussbutter. Ich werde als nächstes Peporo essen. Ich glaube, das sind so Nutella Stick and Go oder wie diese Dinger heißen. Die Sache ist nur, dass da, glaube ich, keine Schokolade bei ist. Aber es filled with chocolate. Sieht ein bisschen aus wie Laugen, wie heißen die? Laugenstangen? Laugenstangen. Schmeckt 1 zu 1 wie Nutella Stick and Go. Nutella and Go. Nutella and Go. Auch so random, als ob die Nutella geht. Die schmecken mir auch richtig gut. Sind echt stark. 3, 2, 1, 9. Sind wir eine relativ gleiche Ansicht bei den ganzen Sachen. Ist nur ein Wodka-Shop-Spaß. Als nächstes machen wir hier das hier. Aha. Ich kann kein einziges Wort auf der Verpackung lesen. Baked Potato Sticks. Was heißt das? Potatoes, Potato. Danke. Was ist nochmal Potato? Ich hab vergessen. Nicht Mais. Tomate, ne? Mais. Mais ist so krass. War echt lustig. Hey, das ist ja einfach nur eine Laugenstange wieder. Das ist ein Salzstangen, glaube ich, wahrscheinlich einfach, oder? Boah, dafür braucht man gute Zähne, Alter. Alter, ist das hart oder ist das abgelaufen? Oh mein Gott, in der Tat. Also, das tut ja richtig weh beim Kauen. 3, 2, 1, 0. 5. Warum deine 5? Oh, ich dachte gerade, wir machen Schuhe noch um das Ding. Dann würde ich 1 oder 2 geben. Oh, wie süß. Wir essen jetzt Lotte. So sieht Lotte aus. Boah, ich will den Chips vielleicht doch noch eine 10 geben. Kann man das rückgängig machen? Ich hasse ja solche Verpackungen, ne? Oh, wie süß. Was für süß, Junge. Das sind kleine Brötchen einfach. Mit Smileys. Drei, zwei, eins, zehn. Die schmecken wie diese Koalas. Richtig lecker, ne? Wir blenden euch hier mal ein Foto ein. Diese Koala-Kekse mit Schokolade, meinte ich. Als nächstes testen wir hier diesen komischen... Genau. Also das hier sind auf jeden Fall diese Gummibärchen-ähnlichen Dinger, die wir jetzt essen. Also ich glaube mal, dass das solche sind, weil die Konsistenz lässt es schon so ein bisschen erahnen, wenn man hier so dran rum... Ach, guck mal, das sind so welche. So Würmer. Nee, das sind doch Schlangen. Guck hier, das könnte... Bah, Junge! Geil. Nein. Doch, ich finde die richtig. Die schmecken wie diese gefälschten von der Apotheke. Du kaufst in der Apotheke Gummibärchen? Ja. Aber wenn ich krank war, durfte ich mir eine fette Süßigkeitspackung da holen. 3, 2, 1, 4. 5. Du sagst gut und gibst so eine 5. Dann 6. Ich revidiere meins auch und sag 1. Was? Ja, hat mir irgendwie gar nicht geschmeckt. Ich war eigentlich auf Diät, ich kann das nicht mit nach Hause nehmen. Sandra, du bist immer 10 Minuten auf Diät. Ey, ich sag's euch ganz ehrlich, ich bin seit 6 Jahren auf Diät. Ist ja nicht normal. Ja, aber irgendwie wird's nur breiter. Ganz normal. Als nächstes nehmen wir Solid Barley Hard Track. Hört sich an wie ein Song. So sehen die Dinger auf jeden Fall aus. Die sehen aus wie so Leibniz-Kekse. Ist nichts drin, nur Keks. Also, das macht wirklich die größte Wüste in deinem Maul, Alter. Es ist einfach alles trocken in meinem Mund. Also, wirklich? Ich dachte, da war da noch eine Überraschung drin. Das irgendwie letzte so. Stück Spucke wurde mir von den Dingern aufgesaugt, Alter. Also, wer kauft denn den Scheiß, Alter? Wenn irgendwo Hochwasser ist, nehmt diese Dinge. Kennst du das, wenn du beim Zahnarzt so Watte zwischen die Zähne bekommst, sowas ist das? Ja, null. Null. Als nächstes testen wir Choco Pie. Davon haben wir nur einen. Und ich glaube, es ist so eine Art... Fake-Kuchen einfach. Ja, so ein Fake-Kuchen. Ich beiß mal als erstes rein. Ich finde aber so Verpackungen manchmal satisfying, ne?
Wie kann man denn so viel kleckern, Junge? Alle schon wieder voll! Komm runter! An was erinnert dich das? Alle Kuchen, die du im Supermarkt kaufst, die eingepackt sind, haben diesen Geschmack. Und da drin ist noch Marshmallows drin. Für was? Da drin ist Marshmallows drin. Marshmallows? Ja. Der DJ. Mich erinnert das 1:1 an die Schokowaffeln, die wir früher in unserer Schule hatten. Stimmt. Die der Hausmeister immer verkauft hat. Mit blauer Verpackung, ne? Genau. Ja, stimmt. In diesem kleinen Häuschen, was ein Quadratmeter groß war. Ich habe jede Pause einmal gegessen. Ja, das dachte ich mir. Als nächstes haben wir hier Strawberry-Sachen. Sieht ein bisschen aus wie Mauam. Oh mein Gott. Es ist einfach Mauam. Das ist ja so sauer! Bist du blöd? Boah, das ist so sauer! Das ist überhaupt nicht sauer! Das ist so sauer! Das ist überhaupt nicht sauer! Natürlich! Nein! Sag nicht, du hattest jetzt eigentlich sauer. Sind das verschiedene? Ist das gar nicht sauer? Mhm, meins ist übel süß! Meins voll sauer! Wollen wir tauschen? Mhm. Komm hier, Weiß ich nicht. War deins überhaupt nicht süß oder so? Total sauer. Meins war richtig süß! Na, passt ja auch, du bist meistens sauer und ich bin einfach süß. Nee, eher andersrum. 3, 2, 1, 10. Süß und salzig, das verstehe ich ja noch. Aber welcher Dummkopf kam auf die Idee, oh, irgendwas muss jetzt richtig sauer sein. Als nächstes haben wir hier so silberne Kekse und da sind auch irgendwas so an Früchten drauf abgebildet. Aber ich glaube, es sind wieder ganz normale stofftrockene Kekse. Sehen wieder aus wie so Leiten. Ihhh. Sind ein bisschen schmierig. Da ist Zucker drauf. Aber auch die, ey. Es ist kein Zucker. Noch da. Merkt man nur das hier oben ab. Das ist Zucker. Boah, nee, leck doch nicht. Warst du auch so ein Mensch, der bei Milch, der erst so außen alles abgeknabbert hat? Ja. Immer ist das Braune weg und dann das schöne, leckere Weiße. Muss ich nicht verstehen gerade, oder? Ja, also muss ich aber mal ganz ehrlich sagen, alles furztrocken, ne? Ich finde, die gehen noch im Vergleich zu den anderen. Dazu brauchst du echt ein Glas Milch. Natürlich eine nur Laktoseintolerante. Du bist Laktoseintolerant? Nee, aber wie heißt nochmal die Vegane jetzt? Hafermilch. Hafermilch. 3, 2, 1, 0. 7. Was? Ja, ich finde, sowas ist so, das ist eine Süßigkeit, aber man fühlt sich nicht so ungesund, wenn man das isst, weil man denkt, es ist ein Keks, da ist keine Schokolade dran, dies, das, aber es ist natürlich auch nur Butter. Nach jedem Teil, was du isst, denkst du darüber nach, ob es gesund ist oder nicht gesund? Ja. Dann hast du eine Essstörung. Wenn man darüber nachdenkt, was man gegessen hat, hat man eine Essstörung, habe ich mal gehört. Denkst du oft darüber nach, wie es wäre, ein Abi zu haben? Das war jetzt nicht so witzig. Das hier sind die vorletzten. Aber auch die dünnsten Kekse, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Wieder so Kekse einfach. Boah, sind genauso. Oha, die... Die riechen nach Suppe. Stimmt, ne? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist Tuck in richtig gut. Tuck mit bisschen Pizzagewürz. Ja, Tuck mit mehr Gewürz. Sandra, Junge, was ist das hier? Das ist auch wie Zweiter Weltregion. 3, 2, 1, 10. Finde ich auch 10. Check. Komm, einmal check. Machen wir weiter mit den nächsten. Komm, wir haben hier Marineboy. Das ist irgendwie so ein kleines gelbes Ding auf dem Boot oder so. Und der fängt irgendwelche Fische und die isst man. Check. Einmal check. Oh, Telefon. Also doch damals immer? Nee. Versuchen mal einen Check zu geben. Oh, Telefon! Oh, das war zu schnell! Das letzte ist jetzt, ne? Ja, komm, zeig doch mal. Du gehst doch ins Gym. Spaß, ich täusche nur an. Okay. Bah, ich hasse ja Menschen, die sowas machen, damit die Zähne aufreißen. Keine andere Wahl. Guck nicht rein. Einfach. Ja, und dann direkt essen. Mach auch Augen zu. An was erinnert dich das? An diese Kängurus. Ah, du hast schon die Form gesehen, schade. Aber wirklich, meine Freude war auf 10, Digga. Ich hab mich auch richtig gefreut. Diese Kängurus sind so Paprika, ne? Das ist so fischig wieder. Nein, das ist total süß. Aber auch salzig. 3, 2, 1, 10. 0. An dieser Stelle beenden wir dann auch das heutige Video, meine lieben Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch unter dem Video hier da. Abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Was war dein Highlight, Sandra? Ich hab's schon vergessen. Achso, die Chips. Mein Highlight war mein Gesicht. Das ist einfach der Mord.